Damit willkommen zu einem kleinen Feiertagsvideo von Guild Wars 2. Heute möchte ich mal 25 Schwarzlöwentruhen öffnen. Zurzeit ist ja dieses Winterwunder-Truhenfest. Und in jeder Truhe kriegen wir ein Wintertagsgeschenk, wo wir die typischen Wintertagssachen wie Schneeflocken, die ganzen Mahlzeiten, die wir abgeben können für Erfolge, sowie auch Quarzkristalle, eine super Möglichkeit übrigens auch an Quarzkristalle und aufgeladene Quarzkristalle dran zu kommen. Des Weiteren können wir auch seltenerweise Rezepte abstauben, auch für aufgestiegene Sachen, sowie auch hier können wir sehen, solche exotischen Items, die immer so zuckerstangenmäßig aussehen, also das können wir einen Dolch haben, eine Pistole haben, etc., wobei als Deutsch das schon relativ cool aussieht, muss ich sagen. Sowie auch hier dieses überlegene Sigil des Unfugs, was ich glaube zurzeit ungefähr 8 Gold wert ist. Wenn man da also die Teile der Feiertagserfolge machen möchte, wo man glaube ich 50, waren 20 oder 50 Sigile braucht, hilft das schon sehr oder man verkauft es direkt. Und natürlich Fiolen mit Leinsamenöl. Neben den kriegen wir auch wieder die Schwarzlöwen-Figürchen, wo wir dann uns wieder ein paar Sachen holen können. Dann die Standardsachen, um Garderobenfreischaltung zu bekommen, garantierte, wobei wir da auch bei Farben, Gleitschirm etc. haben. Es sind wieder zwei Waffensets zu finden. Einmal diese Gletscher-Waffen, können wir uns mal anschauen, halt, die so einer eisigen Aura aussehen, schon ganz interessant. Etwas seltener hier diese Wintertagssachen, Wintertagsfackel. Das hat natürlich auch was Ordentliches, wie der Stab aus. Deutsch, Kurzbogen, Fokus, Großschwert, Hammer, Pistole. Stab, Stab. Wo bist du? Hier bist du. Der Stab. Na, oben eine kleine Schneekugel. Das ist doch auch ganz hübsch. Sowie auch wieder die typischen Glyphen oder eben diese goldenen Schwarzlöwen-Thronschlüssel. Sowie noch ein paar Ernteknoten. Fehlen mir auch noch ein paar davon. Und natürlich die super seltenen permanenten Handelsposten, Express, Aufwertungs und so weiter, von denen wir wahrscheinlich nie was sehen werden. Was anderes, was sehr interessant werden könnte, ist dieser Springer-Skin, den ich jetzt sehe. Der schon so ein bisschen in mittelamerikanischen Regionen geht, das hat schon was. Sowie der Wüstenkönigsthron, gut, den habe ich schon freigeschaltet. Und dieses eine Großschwert, wie sieht das aus? Ja, das sieht schon mächtig aus. Nun gut, schauen wir mal, was wir kriegen. Ich wollte nur einmal so eine Folge aufnehmen und mal sehen. Also, ich tue es am besten mal hier. Ich hoffe, der Platz reicht und wir fangen an. Und kriegen am Ende Materialtaschen. Gut, können wir auch mal gebrauchen. Hier haben wir ein Schlossknacker-Kit, da können wir gewisse Freischaltungsgegenstände bekommen, die uns gewisse Truhen öffnen, also das typische Macheten etc. Da ich gerade meinen Rabenstab brauche, werde ich wahrscheinlich die Macheten nehmen. So, hier haben wir wieder diese Schnipsel für Schwarzlöwen-Tickets, da müssen wir wieder ein paar sammeln, um ein eigentliches Ticket zu bekommen. Wir kriegen wieder Farben. Okay, nach über 5 noch kein extra goldenes Fach. Aufwertungsextraktor kann man auch immer gebrauchen. Hier haben wir Währungsumtauschgutschein. Gut, die nehme ich auch immer sehr gern, wenn man doch mal eine Währung nicht farmen möchte. Wieder so ein Ei. Wir gucken dann mal nach, ob es da irgendwas gibt, was Interessantes. Auch wieder ein paar Taschen. Ah, bisher die seltenen sind wirklich rar gesät. Transmutationslagen, hier haben wir eine Rüstungsfreischaltung, da werden wir dann gleich auch mal nachschauen, was das uns bringt. Wieder Handwerks, oh, hier haben wir was gekriegt. Ein eigentliches Schwarzlöwen-Ticket, okay, gucken wir uns dann gleich an. Und für Miniaturen auch eins. Wieder ein Ei. Ob den Eiern überhaupt noch was drin ist, weiß ich gar nicht. Nochmal für Rüstung. Teleport zum Freund. Nochmal die extra Freischaltung. Oh je, sieht. Das wäre bei Guild News
sich's angesehen hat. Er hatte, glaube ich, gleich in der ersten Truhe den Gecko-Skin. Ich vermute, das wird bei uns nicht so einfach klappen. Und in der letzten ist auch nichts. Schade. Damit haben wir die wirklich seltenen Gegenstände leider nicht bekommen. Okay, dann schauen wir erstmal durch, was wir bei den Farben haben. Die habe ich schon, die habe ich schon. Okay, ist das irgendwas wert? Naja, immerhin besser als nichts. Ist die irgendwas wert, die Teerfarbe? Ich glaube. Wow, okay, 25 Gold. Die nehme ich gerne mit, wenn es so dahin kommt. Die anderen können wir verwerten. So, Sahne-Eisfarbe. Darf man auch mal raus. Blutsteinviolett. Immerhin, fast 8 Gold. Wenn es zum Verkauf kommt. Da es eine Winterfarbe ist, nein, die hat auch leider nicht mehr. Und haben wir sonst noch Farben? Frisierkits. Ich muss ehrlich sagen, die würde ich am liebsten wegwerfen, weil ich die fast nie nehme. Gut, dann würde ich mal ganz kurz das verwerten, zum Das Platz ist die schaffen. einzig vernünftige Richtung. Und so, die Transmutationsladung können wir mal nehmen. Schauen wir mal nach, was in den Handwerkstaschen so drin ist. Ach, das sind die Standardsachen. Na. Können wir auch mal hier die noch öffnen. Die sind mehr wert, weil das werde ich wieder alles schön brauchen in 200 Stacks für mein legendäres Item. Dann gucken wir mal nach in den Eiern. Was finden wir? Oh, Sanitäterin. Habe ich noch nicht. Und auch Minischatten. Super, also. Das hat sich zumindest mal gelohnt. Fehlen ja noch einige, aber man will ja langsam anfangen. Dann Miniaturenfreischaltung. Da muss ich mal kurz schauen. Ich habe leider nur ein Ticket. Gibt es da zurzeit irgendwas? Bam, bam, bam. Ich glaube, wir nehmen diesen Spielzeuggolem. Ja. Schauen wir uns den erstmal an. Oh ja, der ist ganz niedlich. Gut. Haben wir den auch? Wir gucken mal nach. Die Schwarzlöwentickets, da könnten wir jetzt die Orchesterwaffen uns. Das sieht ja auch putzig aus. Gibt es da ansonsten was? Verrücktes Reich hat sich jetzt verteuert. Das andere auch. Frost braucht zwei. Ah, da muss ich mal gucken. Es könnte sein, dass ich irgendwo noch ein paar Schnipsel rumfliegen habe. Das sollte mal später gemacht werden. Wir nehmen noch die Istan-Materialtaschen. Da haben wir auch noch ein paar schöne Sachen drin. Die Kristalle. Ich will ja mal die ganzen Knoten holen. Da sollte ich auch mal langsam diese Magie wieder sammeln. So, okay. Was fehlt uns noch? Wir müssen noch hier unsere Rüstungsfreischaltung. Löwenmaulhelm. Okay, schauen wir mal ganz fix. Löwenmaulhelm. Wo ist es? Freigeschaltet Löwenmaulhelm. Ich gerade falsch. Ich sehe es zumindest nicht. Ich sehe nicht mal das Bild hier irgendwo. Okay. Oh, das ist ein Spielzeug. Moment. Bam, bam, bam. Nö, eigentlich Löwenmaulhelm. Sollte eigentlich gleich hier sein. Okay, weiß ich gerade nicht, wo es gelandet ist. Sei es aber drum, außer es ist wie gesagt bei Extras. Okay, ich habe irgendwas freigeschaltet.
Und Fanatikerüberwurf. Okay, sieht eher nach Schultern aus. Gut, was kriegen wir jetzt noch in den Wintertagsgeschenken? Dazu würde ich nur ganz schnell mal in die Gildenhalle bei uns was einzahlen, damit ich Platz habe dafür, weil aus diesen Wintertagsgeschenken kann ja alles Mögliche rauskommen und schnell das Inventar zumüllen. Das wollen wir natürlich absolut nicht. So, kurz die Klauen. Die Giftbeutel. Die Schuppen. Die Knochen, wo sind sie? Hier sind sie. Und noch die Zähne hier. Die Relikteile, das tue ich mal hier hin. So, okay. Und wir machen die ganzen mal auf. So etwas sieht man selten. Oh, guck mal an. Hier haben wir sogar einen relativ seltenen gekriegt. Ein Geschenkeskrit. Naja, das entschädigt das Ganze doch schon mal. Soll das dazukommen? Genau. Dann, was haben wir noch gekriegt? Wir haben wieder ein bisschen was zu trinken, um bei dem Trinkerfolg weiterzugehen. Hallo? Alles Ja. ist so verschwommen. Ein paar Quarzkristalle brauchen wir immer. Wieder etwas Kohle, 5 Stück. Dann Eiscreme. Also hier haben wir schon mal wieder ein bisschen Geld gemacht. Zwar nicht so viel, als wir hätten natürlich auch gleich Geld kaufen können für Ach, das war's. Edelsteine. Ja, yeah, damit habe ich den Tausender-Erfolg schon mal geschafft für die Getränke. Übrigens ist das der Erfolg, den ich meine. Wenn man, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der ist. Ich glaube bei Sammlung seltener Winterpräsenz hier. Genau. Um den Skin zu kriegen, das ist ein Schulterskin, wodurch es um uns ringsherum schneit. War früher deutlich einfacher zu kriegen. Hatte man, also man muss erstmal die Sammlung freischalten. Bei Götterfels sich bei dem Händler was kaufen. Dann musste man 1000, also musste man die Glocken spielen dafür, dann musste man Schneeballschlacht machen, Wintertagsspießrutenlauf und dieses Spielzeugkontrolle. Dann müsste ich noch gefrorene Klaue dreimal besiegen, sowie der Schluckspech, das heißt diese 10.000 Getränke trinken. Und dann muss ich noch drei Herstellen der mystischen Schmiede. Und da ist halt einer mit diesen überlegenen Sigillen des, das sag's schon. Namen ich mir vergessen. Die so teuer sind, die ich am Anfang genannt hatte, mit 8 Gold. So, hier haben wir schon mal 20 Gold. Früchtebrot vom letzten Jahr ist immer noch viel wert, interessant. Wir haben Zuckerstangen, die brauchen wir natürlich auch. Ein Schneemanntrank. Glühmost und sogar, wie ihr seht, aus 25 haben wir 4 aufgeladene Quarzkristalle bekommen, sowie auch nochmal ein bisschen Leinsamenöl. Okay, damit wäre ich auch durch. Es ist nicht so viel Geniales rausgekommen, wie ich gehofft hatte. Wir haben nur einmal was Seltenes gekriegt, aber das ist nun mal der Zufallsfaktor. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Feiertage und bis demnächst. Euer Landetor. Tschüss.